So, herzlich willkommen zum zweiten Teil heute mit dem Titel Rechnungen anpassen, also Kommunikation, Rechnungen anpassen. Voller Überraschung habe ich letztes Mal festgestellt, dass wir diese Schulung noch nie hatten. Eigentlich also schon längst überfällig ist. Denn wir werden jetzt merken, dass dieses Rechnungen anpassen, also wir hatten schon mal, aber sehr einfach nur, wir werden merken, dass dieses Anpassen von Rechnungen sehr einfach und trotzdem wieder kompliziert ist. Wir suchen also uns zuallererst mal die Rechnungen raus, und zwar unter Kommunikation und dann Vorlagen. Ja, da wir eben noch keine Rechnung angepasst haben, finden wir diese Rechnungen auch wieder hier oben unter den Standardvorlagen. Und es gibt also ganz grundsätzlich hier mal zwei Rechnungsvorlagen. Es gibt einmal die sogenannte Artikelrechnung. Ganz am Anfang in der Kommunikation haben wir gelernt, dass es für jeder dieser Vorlagentypen, dass es hier unterschiedliche Datenbasen gibt. Und die Datenbasis hier für die Artikelrechnung ist nichts anderes als das Erstellen von normalen Rechnungen, und das finden wir unter Buchungen, Rechnungen. Und hier drin können wir eine ganz neue Rechnung erstellen, und diese Rechnung, sagt er natürlich jetzt, dass es da keine Vorlage gibt, und diese Rechnung können wir mit Positionsdaten ausstatten, die wiederum aus der Artikelverwaltung stammt. Und diese Positionen wandern eben in die Vorlage Artikelrechnung. Wobei die Vorlagen für die Beitragsrechnung sich eben aus den Beiträgen, also aus den zugeordneten Beiträgen der Mitglieder bezieht. Wir wollen jetzt mal eine Artikelrechnung anpassen, und dazu wählen wir also diese Vorlage Artikelrechnung aus und klicken unten auf Bearbeiten. Übrigens werde ich jetzt im Laufe der nächsten Schulungen, also dieses nächsten Durchlaufs, werden wir das Ganze auch machen, dass wir also Bandenwerbung oder so Werbung insgesamt abrechnen bei unseren Werbepartnern, und das macht man natürlich dann eben auch mit einer richtigen Rechnung. Das heißt, diese Vorlage werden wir also im Verlauf der weiteren Schulungen immer wieder mal verwenden. Ja, wie gesagt, was Sie hier sehen, ist nur ein Beispiel. Jetzt sind wir es ja gewohnt, dass wir diese Beispiele erstmal nehmen und entfernen. Das machen wir an dieser Stelle jetzt aber mal nicht. Denn an dieser Stelle finden wir die Rechnung an sich, und diese Rechnung an sich ist sehr, sehr kompliziert aufgebaut. Wie gesagt, das ist sehr einfach, so eine Rechnung anzupassen, kann aber auch sehr kompliziert sein, wenn man es also zu tief treibt, das Ganze. Das bedeutet, wir wollen das also nicht löschen. Das bedeutet, ich will also jetzt hier dann dieses Testlogo löschen. Ich will diesen blöden Platzhalter da im Hintergrund löschen. Ich will das hier oben löschen. Das kommt aus meinem Briefpapier. Und ich will die Fußzeile löschen. Das brauche ich auch alles nicht. Was ich aber brauche, das ist definitiv die Rechnungsanschrift. Was ich definitiv brauche, ist das Datum und die Rechnungsnummer. Und dieser Gesamtblock der Rechnung an sich, wobei wir den später also auch noch anpassen werden. So, jetzt brauchen wir das Briefpapier. Haben wir gesagt, wir wollen heute mit Briefpapier arbeiten. Und das Briefpapier finden wir, wie bei den Serienbriefen auch, unter Bearbeiten, Entschuldigung, unter, Wahnsinn, unter Projekt, dann die Bausteine. Jetzt wählen wir hier einen neuen Baustein aus, wählen den Ordner LL, wählen dann die Vereins-ID aus, die wir brauchen, öffnen diese, wählen hier unten Etiketten aus und nehmen dann das Briefpapier und klicken auf Öffnen. So, und nochmal, und schon haben wir also hier drin unser Briefpapier. Ja, und jetzt sehen Sie, das passt also alles noch nicht ganz so richtig. Wir müssen das also jetzt anpassen. Das bedeutet, ich müsste also jetzt mein Textfeld, das müsste ich jetzt ein bisschen nach links schieben und ein bisschen nach unten. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich das jetzt machen würde. Das habe ich noch nicht ganz richtig. So, jetzt schaut es besser aus. Sie können diese Textfelder übrigens auch mit dem Pfeiltasten verrutschen. Wie man sieht, geht das ein bisschen feiner. So, so gefällt mir das. Jetzt kann ich es also auf diese Größe kleinziehen. Okay, dann gefällt mir jetzt nicht diese Rechnungsnummer.
Das ziehe ich jetzt mal hier runter. Und den Block daneben natürlich ganz genauso. Sie können, wenn Sie wollen, das natürlich auch, Entschuldigung, weglöschen. Ja, machen wir mal komplett weg. Und das Datum macht man auch weg. Entschuldigung, das kommt ja vom Briefpapier. Wir können das natürlich auch hier einfügen, zum Beispiel, wenn ich sage, Rechnung, Nummer, machen wir hier, wollen wir jetzt eine Variable einfügen, mitten in diesen Variablen-Text. Und hier merken wir jetzt sofort, haben wir also eine andere Datenbasis, denn wir haben also hier Rechnungsdaten und innerhalb dieser Rechnungsdaten gibt es also jetzt eine Rechnungsnummer. Ich habe jetzt einfach doppelt geklickt. So, Rechnungsnummer und jetzt sage ich noch Leerzeichen vom und heute ist das heutige Datum. Wir wüssten auch noch aus den Serienbriefen, wir müssen das Datum jetzt vorgeben. Das bedeutet, ich klicke jetzt auf das Datumsformat, wähle mir jetzt das Datum aus, das mir gefällt und mache einen Doppelklick drauf. Wenn ich immer das heutige Datum will, dann lasse ich hier Now stehen. Wenn ich aber das Auftragsdatum haben will, na, das heißt so nicht, suchen wir uns raus, zahlbar bis, nö, was braucht man für Datum? Das Auftragsdatum, Rechnungsdatum.Auftragsdatum heißt es. So, dann schaut das Ganze so aus, könnte ich ganz genauso machen. Sie sehen, das also ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, schaut später natürlich ganz anders aus. Schauen wir nochmal. Ja, also das wird natürlich dann hier schon später 2017 stehen. Zeigen wir später her, wenn wir es doppelklicken oder wenn wir es dann verwenden. So, also das könnte man ganz genauso machen. Wir könnten natürlich auch irgendwo ein eigenes Textfeld hinziehen. Ja, das nächste ist, Sie sehen, dass die gesamte Rechnung jetzt etwas zu breit ist. Also, ich ziehe jetzt mal runter, dass man mal sieht, oh ja, Mensch, das ist ja viel, da habe ich ja überhaupt keinen Platz eigentlich dafür. Das heißt, ich müsste diese Rechnung jetzt kleiner machen, so ungefähr. Und jetzt sehen Sie, das haut aber nicht hin. Warum haut das nicht hin? Weil er jetzt diese ganzen Spalten hier verschwinden lässt. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal entscheiden, welche Spalten brauchen wir vielleicht erstmal und welche eventuell nicht. Und wie breit mache ich die Spalten? Ich muss also natürlich auch schon dran denken, wie soll denn das später ausschauen und was steht denn bei mir eigentlich alles drin in der Rechnung? Da sollte man das ein bisschen Fantasie walten lassen. Ja, wir müssen also das erste Mal jetzt eine Tabelle anpassen. Sagen wir mal so, eine Tabelle anpassen. Und diese Tabelle passen wir an, indem wir unten irgendwo in diesem grauen Bereich einfach einen Doppelklick machen. So, jetzt ist folgendermaßen. Sie müssen sich diese Tabelle vorstellen. Es sind drei Elemente. Ich mache das jetzt mal klein wieder. Das erste, ich zeichne das jetzt mal ein. Das erste Element in so einer Tabelle, das ist die Kopfzeile. Da steht die Beschreibung drin, welche Spalte eben was bedeutet. Okay? Dann der zweite Bereich, das ist der entsprechende Datenbereich. Dieser Datenbereich, der kann aus einem oder mehreren Datensätzen bestehen. Hier in dem Beispiel ist es nur ein Datensatz, aber natürlich können dies also auch mehr Datensätze sein. Und das letzte unten ist eine Fußzeile und diese Fußzeile ist eben das dritte Element. Das ist, wer mit Report-Generatoren zu tun hat, der ist das schon gewohnt. Das sind sogenannte Gruppenwechsel. Also da kann man sogenannte Gruppenwechsel machen und noch mehr. Aber das wollen wir heute alles gar nicht. So, und jetzt, wenn ich diese Tabelle hier doppelt anklicke, dann kann ich also diese Bereiche, schauen Sie mal, ich habe die Kopfzeile, die Datenzeile und die Fußzeile als einzelne Elemente und die kann ich jetzt genauso bearbeiten. Wenn ich sage, ich schreibe Rechnungen mit einer, wenn überhaupt, vielleicht sogar mit zwei oder drei Positionen, dann kann ich mir die Positionsnummer da vorne sparen. Das muss man nicht. Die kann man machen, muss man nicht. Wenn ich die jetzt hier rauslösche, diese Positionszeile hier, wo muss ich die dann noch rauslöschen? In der Datenzeile. In der Datenzeile, ist ganz klar. Denn hier muss ich die also natürlich auch rauslöschen. Dann würde das jetzt schon mal so ausschauen. Das ist schon gar nicht so hässlich.
Jetzt sehen wir, jetzt müssen wir das ein bisschen anpassen hier hinten. Das heißt, diesen kleinen Rahmen müsste man jetzt noch rechts ziehen. So sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, also wir haben ja gar keine so großen Texte. Das heißt, wir ziehen uns diesen Bereich hier kleiner und diesen mehrzeiligen Bereich hier auf der rechten Seite genauso. Ziehen wir uns also auch kleiner. Das nächste, was wir kleiner ziehen können, ist die Anzahl. Das nächste, was wir kleiner ziehen können, ist der Einzelpreis. Und damit ist das letzte, was wir kleiner ziehen können, der Gesamtpreis. Und jetzt müssen wir das andere noch ein bisschen anpassen. Ja, das war falsch. War schon richtig. Ja? Das war schon richtig. Was war richtig? Ja, wir müssen da weiter rüber. Ja, den dann auch rüber. Ja, ich muss auch noch weiter rüber jetzt, oder? Oder? So wird ein Schmarrn gemacht. So. Also das ist auch für mich, Sie sehen es immer wieder ein bisschen so. Ach ja. Man kann das Ganze auch mit Steuerung Z immer wieder rückgängig machen, also aber nur leider bis zu einem bestimmten Bereich. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Jetzt ist sie verschoben. Jetzt ist es total verschoben. Jetzt müsste ich hier rüber. Nein, das war wieder falsch. Sekunde. Ich darf nur diesen hier oben nehmen. Oder? Nimm dir mal die unten auch mit. Sekunde, ich muss. Na. Machen wir das neu auf. Sekunde, ich zeige Ihnen auch nochmal, was passiert nämlich ständig sowas. Ich lösche die jetzt weg, die ganze Tabelle, speichere jetzt mal diese Vorlage, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine Praxisschulung, anders kann man es nicht sagen. Ich speichere diese Vorlage jetzt, gebe jetzt erstmal einen Namen, Bandenwerbung nenne ich die jetzt mal. Bandenwerbung. Klick auf Übernehmen. Und jetzt gehe ich mal in die alte Rechnung wieder rein, also in die Artikelrechnung, in das Original. Klick auf Bearbeiten. Nimm diesen Rechnungsblock. Sag Steuerung C oder klick hier oben auf Kopieren. Schließ diese Vorlage wieder. Klick auf Verwerfen, weil ich es nicht speichern will. Klick jetzt meine Bandenwerbung wieder an und auf Bearbeiten. Und füge mit Steuerung V oder dem Einfügen hier oben diesen Rechnungsblock wieder ein. So, es geht ganz genauso. Wir müssen uns diese Tabelle noch etwas genauer anschauen. Also, ich lösche jetzt mal Position raus hier oben. Die löscht man jetzt mal aus der Kopfzeile raus, weg. Und aus der Datenzeile löschen wir diese, ach ja, genau, löscht man diese Position auch raus. Was ich vorher vergessen habe, das hier ist dieser Platzhalter in der nächsten Zusatz, also in der Zeile drunter praktisch. Die können wir auch rauslöschen. Und das hier ist dieser kleine Block hier, den können wir auch rauslöschen. So fangen wir jetzt schon mal an. So, ich hätte mich das vorher anders machen sollen. Ich hätte es jetzt tatsächlich eben ja nicht mit der Maus verrutschen, sondern selber. Oder machen wir es mal so. So weit sind wir jetzt schon mal. Und jetzt könnten wir den Bereich hier schon mal kleiner ziehen. Das war das, was ich vorher nicht gemacht habe. So schaut es schon mal besser aus. Jetzt haut es auch insgesamt hin. Das heißt, also jetzt können wir das Ganze ein bisschen verrutschen. Jetzt kann ich das eben ein bisschen kleiner machen. Kann das ein bisschen kleiner machen. Kann einzeln ein bisschen kleiner machen. Und kann dann gesamt mit dem Teil unten etwas kleiner machen. Jetzt schaut es richtig aus. So, wir hätten also unsere Rechnung angepasst. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder, dass wir jetzt den gesamten Rahmen hier kleiner machen. So, dass man das hinten sieht. Man könnte aber auch sagen, okay, also das ist jetzt wie man will. Ich kann auch sagen, ich will dieses Ding hier in den Hintergrund setzen, also mit der rechten Maustaste einmal anklicken und dann sagen anordnen in den Hintergrund, dann wäre der andere Teil drüber. Das kann man machen, wie man will. Ich kann es natürlich auch wieder in den Vordergrund, dann überdeckt es und kann es dann entsprechend also hier kleiner machen. Das können Sie sich jetzt selber auswählen, wie man das machen will.
Jetzt haben wir also das Ganze hier angepasst und was natürlich jetzt noch kommt, und das ist immer genau das, was die Leute immer suchen oder die Vereine immer suchen, das ist, wie kann ich denn das hier unten anpassen? Und wir merken, das alles hier, was ich hier anklicken kann, das sind alles im Endeffekt so Tabellenzellen. Sieht man das? Und das hier ist auch eine Tabellenzelle. Und die kann ich also jetzt mit einem Doppelklick mal öffnen und wir sehen, kann man erklären, wenn wir in die Tabelle reinklicken, doppelt, dann werden diese Tabellen, diese Tabelle in der logischen Struktur angezeigt und wir sehen, wie gesagt, das hier ist eine Tabellenzelle. Sie sehen es, das ist mit Mehrwertsteuer 7%. Das hier ist eine Tabellenzelle mit Mehrwertsteuer 19%, die eben dann immer eingeblendet wird, wenn sie benötigt wird oder eben auch nicht. Das hier ist die Gesamtbrutto unten. Und das eben hier ist diese Tabellenzelle mit den gesamten Werten. Übrigens, wenn Sie jetzt immer ohne Steuer berechnen, dann könnten Sie natürlich auch hergehen und diese beiden weglöschen. Was Sie aber nicht brauchen, sage ich jetzt gleich, denn wenn Sie ohne Steuer berechnen, werden diese beiden hier überhaupt nicht aufgeführt. Und auch diese Zeile, die können Sie jetzt drin lassen, denn wenn überhaupt nicht mit Steuer gerechnet wird, wird diese Zelle auch nicht gezogen. Da steht also nicht drin Steuersatz 0, sondern wird also bei 0 wird die ausgeblendet. Kann man es also locker drin lassen. Okay, dann schauen wir mal. Also ich habe diese Zelle angeklickt und bin hier drin. Und jetzt will ich den Inhalt dieser Zelle sehen, also mache ich auf diesen Punkt hier nochmal einen Doppelklick. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Im ersten Moment völlig verwirrend. Und wenn man sich es genau anschaut, dann merkt man, das ist gar nicht so schwer. Hier steht nämlich, if, jetzt überlegen wir mal, Rechnungsdaten.Zahlungsmerkmal ist gleich 0. Okay, also wenn irgendein Merkmal 0 ist, dann kommt der Text, der Betrag von irgendeiner Gesamtbrutto wird zum irgendeiner Datum von Ihrem Konto IBAN, dann irgendein IBAN, BIC, irgendein BIC, eingezogen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto zum Einzugstermin ausreichend gedeckt ist. Das bedeutet für uns, das Zahlungsmerkmal 0 ist die Zahlart. Was für Zahlart ist denn das? Bankeinzug. Genau, das sind Lastschriften. Okay, schauen wir weiter. If Rechnungsdaten.Zahlungsmerkmal ist gleich 1. Bitte überweisen Sie den Betrag, wieder irgendein Betrag, bis zum, wieder irgendein Datum, auf folgendes Konto. IBAN, wieder irgendein IBAN, BIC, wieder irgendein BIC. Das bedeutet, dieser Block kommt oder wird angezeigt, wenn der Kunde überweisen muss. Also hier ziehen Sie von seinem Konto ein, hier überweist er auf Ihr Konto, also auf das Vereinskonto. Und der dritte Block hier unten bedeutet einfach nur, der Betrag von, wurde bereits bar von Ihnen beglichen, mit freundlichen Grüßen, Muster GmbH. Ach, da ist das Muster GmbH. Und ich kann natürlich auch schreiben, wenn ich will, mit sportlichen, Entschuldigung, Grüßen, Muster GmbH. Will ich nicht, ich will da drin haben, Testverein. Na, SV Testverein. Testverein. E.V. So, okay. Soweit sind wir jetzt schon mal. Jetzt will ich aber da unten, schauen Sie mal, ich mache jetzt mal okay und okay, dass wir mal wissen, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Okay, das da unten haben wir angepasst. Na super. Ich will aber da unten jetzt noch eine neue Zeile haben und in der soll drinstehen irgendwie Heinz Huber Schatzmeister. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich also das Ganze wie vorher wieder doppelklicke und nur mal doppelklicke. Und Sie sehen diese komischen Zeichen hier. Das sind sogenannte Zeilenschaltungen. Und diese Zeilenschaltungen, die kann man mit Steuerung C rauskopieren. Man könnte die auch anders einfügen. Und zwar eben als, sagt man, als Text und dann eben Umbruch und dann einfügen. So könnte man das auch eine Zeilenschaltung. Wir machen das ein bisschen öfter. Und aus dem Grund machen wir immer Folgendes. Ich kopiere den mit Steuerung C, klicke ans Ende, sage Steuerung V. Und schreibt dann Hans Huber Nein, machen wir nicht Hans Huber, ich schreibe einfach nur Schatzmeister. So,
schaut dann so aus. Jetzt könnte man sagen, ich will da vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich es unterschreiben will. Kann man wieder einen Doppelklick drauf machen, wieder einen Doppelklick drauf machen. Dann kann man sagen, okay, ich will also hier noch ein paar mehr so Leerzeichen oder Leerzeilen. Ah ja, Frau Kiesel, stimmt, machen wir gleich. Also, machen wir hier Steuerung C, V, V, V. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, jetzt haben wir ein bisschen mehr Leerzeilen eingefügt. Sie sehen, jetzt können wir da schön unterschreiben drin. Bis jetzt alles easy, oder? Eigentlich nichts dabei. Schauen wir weiter. Es gibt einige, die sagen, ja, das mit dem Einzugstermin ausreichend gedeckt, das will ich weghaben. Ja, dann hier nehmen wir es. Das Einzige, was ich nicht löschen darf, ist da hinten die Textklammer, also dieses Hochkomma, darf ich nicht weglöschen. Also lösche ich das weg. Dann heißt es jetzt im Lastschriftenfall, der Betrag von wird von Ihrem Konto eingezogen. Das Werden passt natürlich jetzt nicht. Das passt vorher auch nicht. Also nehmen wir das Werden weg. Wird eingezogen. Fertig. Können wir dahinter noch hinschreiben, wenn wir wollen. Für einen Auftrag. Ich will also damit eben nur zeigen, dass wir durchaus also hier variabel sind. Das heißt, also Sie können hier also reinschreiben, dann später, was Sie wollen. Sie können das natürlich auch, wenn man sich jetzt mal ein bisschen anschaut, ein bisschen selber formatieren. Weil, ja, es wird eben da mit zwei Zeilenschaltungen gemacht und dann kommt die IBAN mit ein paar Leerzeichen eingerückt. Mir persönlich gefällt das, behaupte ich weiterhin immer noch nicht. Ich will das hier nicht so eingerückt haben. So, mir reicht es so. Und dann kommt die IBAN. Und ganz ehrlich, die BIC brauche ich heutzutage nicht mehr. Also lösche ich. Man kann diese Dinger immer verketten. Hier, schauen wir mal. Das hier ist ein Teil, die IBAN. Und dann die IBAN tatsächlich ist wieder ein Teil. Das sind einzelne Teile. Dann kommt eine neue Zeile. Dann kommt der Teil mit der BIC. Wieder ein neuer Teil mit hier der tatsächlichen BIC. Also mit der Überschrift BIC und mit der wirklichen BIC. Und diese Teile, haben wir vorher schon gesehen, finden wir mit diesem Pluszeichen. Das heißt, ich brauche jetzt keine BIC mehr. Das heißt, ich lösche das jetzt einfach, diesen Teil hier raus. So, schaut es so aus. Von Ihrem Konto mit der IBAN eingezogen. Man könnte jetzt auch sagen, du, ich will das gar nicht hier als eigenen Punkt haben, sondern ich will hier gar keine Zeilenschaltungen haben, sondern ich will das so rausnehmen. Dann schaut es so aus. Haben Sie auch eine Variable für die Bankbezeichnung, Sparkasse oder Volksbank oder sowas? Ja, macht man auch gleich. Also von Ihrem Konto, eine IBAN gefällt mir auch nicht. Nehmen wir auch weg. So. Schaut so aus. Jetzt ist der Zeilenumbruch ein bisschen blöd drin. Okay. Macht man eventuell hier dann noch einen Zeilenumbruch rein. Von Ihrem Konto. Macht man also hier noch einen Zeilenumbruch rein. Text. Umbruch. Einfügen. Schauen wir jetzt mal. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Und haben Sie recht. Bei der und beim Kreditinstitut. Schreiben wir da dahinter. Also hier ist dann die eigene IBAN. Und jetzt wollen wir hier, mache ich jetzt mit einem Plus, mache ich eine neue Kette und schreibe dann eben hier rein das Kredit. Ich hoffe, dass, schauen wir mal, ich suche mir jetzt die Variable raus. Ich habe das auch noch nicht gemacht mit dem Kreditinstitut. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass mein Kollege der Markus Goran das deutlich öfter macht wie ich. Also schauen wir mal, ob es das Kreditinstitut gibt. Könnte schon da oben Bezeichnung gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Bezeichnung. Also, Rechnungsdatenpunkt-Bezeichnung. Schauen wir mal, was da kommt. Vorlage bearbeiten. Na, das war's nicht. Das war es definitiv nicht. Ne? Schauen wir nochmal. Ich weiß, dass wir dieses Ding haben. Kreditor, eigene BIC, BLZ, IBAN, eigene Kontonummer, Empfänger, Ersteller, Bankleitzahlbezeichnung. Das
insgesamt zum Büro Überblick. oder Mitgliedsdatum sein, die Bankverzeichnung. Na, es kann ja mehr eigentlich auch sein. Also das ist ja jetzt, zwar ist es die jetzt vom Mitglied, aber schauen wir mal, können Ach wir nee, genauso, das na, ist Sekunde, können wir die vom Mitglied genauso nehmen. Kreditinstitut. Kreditinstitut, nehmen wir uns halt die. Und davor brauche ich also noch ein paar Leerzeichen von ihrem Konto, tipp, tipp, tipp. Mache natürlich wieder ein Plus dazwischen und mache dann hier, oder eigentlich brauche ich nur eins und muss ich nur reinschreiben von ihrem Konto, tipp, tipp, tipp. Und jetzt bei Leerzeichen und dann das Kreditinstitut. Macht man dann noch bei der? Ja, bei dir wäre besser, oder? Also bei ja. der. Schaut super. So, okay. Ja, okay, danke. Also hier kann man jetzt, wie gesagt, da könnte man jetzt noch Tage verbringen. Hier kann man natürlich reinschreiben, was man will. Ein Mitglied hat natürlich gefragt, wurde bereits bar beglichen, geht aber leider nicht, wenn der Betrag vorab überwiesen wird. Manche Lehrgangsteilnehmer wollen nachträglich eine Rechnung. Das stimmt. Also das ist richtig. Dann würde ich mir einfach eine zweite Vorlage anlegen. Oder es ist also auch die Möglichkeit, das macht man in diesen Spezialseminaren, dann könnte man sogar noch hier einen sogenannten Ask String reinmachen. Wir können natürlich auch schreiben, der Betrag von muss in, was schreiben wir denn, muss bei mir zu Hause abgegeben werden, täglich von 08 Uhr bis 17 Uhr. Ja, genau, so schreiben wir es. Täglich von 8 bis 17 Uhr. Ist dies möglich? Okay, ist es einfach nur ein Beispiel. Okay, so, schreiben wir rein. Jetzt fragen natürlich viele, aber warum steht das jetzt hier nicht? Ist ja ganz klar, was sollen hier stehen? Also es gibt hier drei Zahlungsarten und ich kann natürlich nur eine hier übernehmen. Die anderen müssen wir uns dann anschauen, wenn wir das wirklich testen. Also wenn wir wirklich mal so einen Test, so eine Vorschau mal anschaut, dann kann man sich das mal zu Gemüte führen. Da gibt es ein Problem dabei. Was denn? Da werden immer im Hintergrund, jetzt muss ich eben mal gucken, wie das heißt, Rechnungsnummern? Rechnungsnummern angelegt und auch, ich muss einmal umschalten. In der Buchungskontrolle Offene Forderungen. vorge offene Forderung, Na? das ist also immer das Problem. Ja, ich zeige dir, wie man das nicht machen muss. Also ich speichere die jetzt mal. Ich speichere meine Bandenwerbung hier. Schließe die und bin jetzt erstmal mit meiner Bandenwerbung fertig. Also, ich will die Vorschau wieder anschauen, mache einen Doppelklick drauf und merke, hey, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oder? Jetzt kann auch. Ja, eins gefällt mir noch nicht und zwar ist es der Strich auf der linken Seite. Der ist noch nicht so schön. Kann ich Ihnen auch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass ich es selber hinbringe. Ich habe das, wie gesagt, bin ich nicht der unwahrscheinlich Gute hier. Ich glaube, das geht dann hier mit Rahmen und dann Voreinstellung falsch. Und ich muss dann hier diesen Rahmen links Linie auf Ja setzen. Und das muss ich bei dem Feld natürlich machen. Also, dass man wisst, wo wir sind. Ich muss das natürlich bei dem Feld hier machen. Ich muss das natürlich bei der Beschreibung machen. Auch hier muss ich das auf Ja setzen. Denn vorher haben wir ja die Position rausgelöscht und bei der Position war eingestellt, dass links der Rahmen ist. Dann müsste man das natürlich also auch hier unten machen. Auch hier ist die Linie, muss man auf Ja setzen. So, speichern wir das Ganze wieder. Bei Schauen wir den uns. Lehrfeldern auch. Wo, ich habe keine Die haben sie Leerfelder. wieder. Oder? Die, ach, die haben sie rausgerichtet, ne? Die Passt. habe ich ja rausgelöscht, genau. Jetzt schauen wir mal. Mache ich wieder zu, speichere wieder. Mach wieder einen Doppelklick drauf. Naja, schau. Das, wenn Profis arbeiten, das ist ein Wahnsinn. So, also schaut, wie gesagt, ganz einfach aus.
Ist es auch, man muss sich heute halt einmal mal Zeit nehmen und sich mal das Ganze halt einfach anschauen, aber das muss ich ja überall. Also, man, das ist halt einfach so, ja. Okay, also würde dann diese Testrechnung so ausschauen. So, wenn ich jetzt so eine Rechnung einmal testen will, was mache ich dann? Wenn ich so eine Rechnung testen will, dann klicke ich auf Buchungen, Rechnungen. Jetzt muss ich ein wenig vorgreifen. Das geht eben nicht. Ich kann nicht irgendwie eine Schulung halten und dann mittendrin aufhören. Ich muss Ihnen jetzt zeigen, wie man so eine Testrechnung erstellen kann. Dazu muss ich aber verschiedene andere Vorbereitungen treffen. Das heißt, ich brauche also erstmal einen Nummernkreis, den habe ich jetzt schon angelegt. Und ich brauche also auch ein Konto, das habe ich auch schon angelegt. Diese Sachen brauche ich, sonst kann ich Ihnen das jetzt nicht zeigen. So, ich brauche jetzt halt eben einen Testkandidaten, an den ich immer schnell so eine Rechnung schreibe. Nehme ich jetzt irgendein Mitglied. Ich kann natürlich auch das Richtige schon reinschreiben. Dann kann ich das Auftragsdatum wählen, also wann ist heute. Es kann auch sein, dass heute gar nicht heute ist, sondern dass heute der 15.12. ist. Also, dass ich also heute die Rechnungen schreiben will, aber eben dem Empfänger sagen, heute ist der Fuch, also ja, heute ist morgen. Okay, ich kann dann auswählen übrigens, ob ich zum Beispiel, wenn ich hier einstelle, 28 Tage wird das Datum angepasst. Ich kann aber natürlich auch sagen, der 15.01.2018, dann werden die Tage angepasst. So. Jetzt habe ich Rechnungspositionen, Bandenwerbung. Ich will das, die Vorlage Bandenwerbung. Ich will das nicht drucken. Die Buchung interessiert mich noch nicht. Und jetzt kann ich mir das mal anschauen. Wenn ich mit Girokonto, da kann ich als Lastschrift, da kann ich hier mein eigenes Konto einstellen. Ist egal. So. Interessiert uns jetzt mal noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal anschauen, wenn ich jetzt mir hier so eine Rechnungsposition hinzufüge. Auch das habe ich schon mal gemacht. Also auch hier habe ich schon mal Entschuldigung. Auch hier habe ich schon mal so ein paar Artikel drin. Und jetzt Achtung, Herr Rosen, schauen Sie mal, hier unten gibt es jetzt den Button Vorschau. Sehen Sie das? Und wenn man da draufklickt, dann kommt die Vorschaurechnung, ohne dass eine Rechnungsnummer erzeugt wird. Ja, gehen Sie bitte nochmal zurück und bewegen die Maus mit der Vorschau, damit man das sehen kann, wo Sie hingeklickt haben. Sekunde, ich zeichne kurz hier unten. Ja, Okay, okay. genau. Also mit der Vorschau habe ich heute halt dann die Möglichkeit, dass ich also keine Rechnung erstelle jetzt unbedingt, sondern ich schaue mir an, wie das ausschaut. Und ich finde, dass das jetzt gar nicht einmal schlecht worden ist. Also das schaut ganz gut aus. Eins gefällt mir noch nicht. Sie sehen, ich habe jetzt halt hier eine Mehrwertsteuer ausgewiesen. Das liegt daran, dass ich das hier, kann ich einmal ganz kurz erklären, dass ich das Ganze hier eingestellt habe. Wenn ich sage Steuer, habe ich 0. Kann ich genauso machen. Jetzt bin ich gespannt. So, machen wir Vorschau und dann sehen Sie, ist die Steuer auch aus der Rechnung verschwunden. So würden später unsere Bandenwerbungsrechnungen ausschauen. Ich glaube, das passt einigermaßen. Einen Fehler haben wir noch bei dem der ist hier, das fehlt das Leerzeichen. Sehen Sie das? Das machen wir jetzt noch schnell rein. Also Bandenwerbung bearbeiten, dann hier unten einen Doppelklick wieder drauf machen. Nochmal einen Doppelklick und taram, 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 tam, tam. Wenn wir keine Mehrwertsteuer ausweisen, dann müssen wir doch den kleinen Spruch da noch drunter schreiben, ne? Was wollen Sie denn drunter schreiben? Ja, Kleinunternehmer etc. Ich Das, weiß nicht, wie der bei uns heißt. der Kleinunternehmertext, ich glaube, dass das beim Verein hinfällig ist. Da haben Sie mich jetzt aber erwischt. Das ist etwas, da bin ich nicht besonders gut, muss ich sagen. Also mit diesen Rechnungsvorschriften, ich weiß, dass wir eigentlich nur hinschreiben müssten, also Rechnungsdatum ist Lieferdatum oder irgendwas. Also das Lieferdatum muss natürlich oder sollte nur drinstehen. Bitte denken Sie aber immer daran, dass der Verein normalerweise kein Kauf, also keine juristische Person des Kapital, also das ist keine Kapitalgesellschaft. Das heißt, die Rechnungen, die wir hier schreiben, die unterliegen zwar dieser GO, also diesen Grundlagen ordnungsgemäßen Rechnungsstellen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt. GOB ist nicht. Aber es wird schon etwas lockerer gesehen, weil er ein Verein im Endeffekt nichts anderes als eine Privatperson ist. Okay. Also, und wenn Sie als Privatperson jetzt eine Quittung schreiben oder einem Freund eine Rechnung schreiben, weil Sie immer Auto verkauft haben, dann müssen Sie auch nicht draufschreiben, dass das Ganze der Kleinunternehmerregelung betrifft, weil Sie ja gar nicht Kleinunternehmer sind.
Aber irgendetwas, denke ich, wir sind auch dabei, gerade es zu klären, müsste wahrscheinlich draufstehen, auch wenn es nicht Kleinunternehmer ist, dass es zum Beispiel heißt, eben aus den und den gesetzlichen Gründen sind, also wird keine Steuer erhoben. Das sind wir auch gerade am Klären, das ist für uns auch noch Es ist wichtig. ja super. Dann sind Sie jetzt, Frau Kiesel, meine Ja, Beauftragte zur ne? Klärung von diesem Sachverhalt. Genau. Ja, würde mich echt auch interessieren, weil das ist also, ja, Ja. es gibt nichts typisch Deutscheres wie das, aber es ist halt so, ja. Okay. Aber wie gesagt, es war jetzt dieses ganz einfache Anpassen von Rechnungen. Was heißt, so einfach war das jetzt gar nicht. Und Sie sehen also auch, ich habe jetzt noch nicht viele Rechnungen angepasst, also vielleicht sage ich jetzt mal 50, aber also ich bin auch noch ein relativ großer Anfänger, was das betrifft, aber auch das bekomme ich eigentlich soweit alles hin. Und das ist halt einfach mal, man muss sich halt mal Zeit nehmen und mal hinsetzen und mal das ein bisschen genauer anschauen und dann funktioniert das. Gibt es hier zum Also Abschluss? ich habe gerade nachgeguckt, in unseren Rechnungen schreibe ich drunter, im ausgewiesenen Rechnungsbedarf ist gemäß Paragraph 19 unser Steuergesetz keine Umsatzsteuer enthalten. Jetzt wäre es interessant, was der Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz ist. Der Paragraph 19, nicht 19%, Nein, nein, Paragraph nein, nein, 19. ich meine Paragraph 19, also wäre jetzt mal ganz interessant. Das ist die Kleinunternehmerregelung, wobei es hier aber natürlich so ist, dass der Verein überhaupt kein Unternehmer ist. Wie gesagt, der ist auch kein Kleinunternehmer. Der Verein selber ist gar kein Unternehmer. Deshalb kann Nein, man auch aber nicht die aufstellen. Anwendung, steuerliche Anwendung. Glaube ich fast nicht. Also ich glaube wirklich, dass der Verein einfach gar kein, also ist eine Privatperson und damit glaube, also ich kann es auch gern klären lassen.